bin die Naomi und ich spiele die Mimi in Rent. Hi, ich bin Dominik und spiele Roger Davies. Mimi ist eine impulsive Person, die es nicht leicht im Leben hat und sich somit versucht, oft abzulenken, leider auch mit Drogen. Roger ist ein Songwriter, Musiker und hatte ein ziemlich schwieriges Jahr. Seine Freundin hat sich das Leben genommen. Dann war er auf Entzug, schafft es aber irgendwie noch nicht so wirklich am Leben teilzunehmen. Und an dem Punkt in der Geschichte treffen sich Roger und Mimi. Und Roger hängt halt irgendwie in der Vergangenheit und an den ganzen Sorgen und kann irgendwie das auch gerade noch gar nicht so zulassen, dass da jemand Neues in sein Leben kommt und dass vielleicht alles wieder von vorne passiert, weil du ja... Wir sind auch an anderen Punkten im Leben einfach. Ich bin auch einige Jahre jünger als du, ne? Das darf man nicht vergessen. So, ich bin naiver. Ja, genau. Und du bist ja erst 16. Nein, 19. Ja. Hallo, ich bin Gonzalo und ich spiele Angel im Musical Rent. Und ich bin Daniel Doug-Ellis und ich spiele Tom Collins im Musical Rent. Angel ist für mich eine sehr optimistische Rolle. Er hat ein sehr reines Herz, finde ich. Und ich finde, wir könnten alle ein bisschen lernen von Angel. Und ich bin leider derjenige, der sich unsterblich in Angel verliebt hat. Ich bin Anarchist, ich bin Aktivist und ich bin ehemaliger Professor an MIT, Massachusetts Institute of Technology. Es ist wirklich eine Herausforderung, die Rolle zu spielen. Es ist ein queerer Charakter und es macht wirklich, wirklich Spaß. Aber es hat auch viele dramatische Momente, die ich glücklicherweise mit ihm spielen darf. Die Figur von Angel bringt sehr viel Liebe und sehr viel Emotion in die Show. Und ich glaube, ich bin von der Gruppe von Freunden derjenige, der ein bisschen Gleichgewicht bringt, ein bisschen Vernunft auch zum Teil. Also in der Show wird Tom Collins angegriffen in New York und er liegt da verletzt und kann kaum aufstehen und dann kommt Angel. Ja, und dann sehe ich, wie er leidet und dann helfe ich ihm ein bisschen. Ja, und dann schauen sie sich in den Augen und bam, dann ist es vorbei. Hi, ich bin Thomas und ich spiele Mark Cohen. Hi, ich bin Vikrant und ich spiele Benjamin Coffin, der Dritte. Mark und Roger leben zusammen in einem Industrieloft und sind Mitbewohner. Und Benjamin Coffin ist unser ehemaliger Mitbewohner. Und jetzt bin ich der Vermieter und ich will einfach mein Geld haben. Und das kriege ich nicht. Wir waren eigentlich mal Freunde, aber irgendwie kam uns dann das Haus in die Quere. Und wir haben natürlich kein Geld, um die Miete zu bezahlen. Und ich glaube, für den Benjamin, er will auch den nächsten Schritt in sein Leben machen. Und er will dieses Haus auch verkaufen, da vielleicht ein Studio bauen. Und die Menschen, die da leben, kommen natürlich im Weg. Benny denkt, das ist eine gute Idee, aber wir als Freundeskreis sehen das ein bisschen anders. Ja, weil sie einfach kein Geld bezahlen wollen. Mark ist Independent-Filmer, das heißt, er hat immer seine Filmkamera dabei und dokumentiert auch während des Stücks das ganze Geschehen, seinen Freundeskreis, die Geschichte seiner Freunde und sein Wunsch und sein Ziel ist es, einen großen Film zu machen, den er dann später veröffentlichen kann. Und in der Show ist das eigentlich eine Dokumentation über dieses Gebäude, über die Obdachlosen, über die Künstlerszene und das ist Marks großer Traum. Hi, ich bin die Carrie und ich spiele die Joanne. Hi, ich bin Janine und ich spiele die Maureen. Die Joanne ist eine Advokatin und sie ist verliebt mit dieser Frau hier. Maureen ist eine Performance-Künstlerin. Sie ist sehr verliebt in Joanne, aber auch ziemlich verliebt in sich selber. Sie liebt Aufmerksamkeit, sie liebt es, einen Raum zu dominieren, sie liebt Menschen. Und das ist manchmal ein bisschen schwierig zwischen uns. Turbulent. Ja. Turbulent. Ja. Aber über alles liebe ich Joanne. Also. Ja. So ist es. Und wir müssen das verhandeln miteinander in der Show.